Vernissagentauglicher Irokese, Piercings, Tattoos und jede Menge Schalk in den Augen. Schräg sieht er aus, dieser Cyril Hellenwein. Bizarre ist auch seine Bilderwelt. Kein Wunder also, wenn er dieses Foto, das eine Nonne mit blankem Silikonbusen zeigt, Holy Shit nennt. Oder jenes mit dem schönen Kirschmund, Read My Lips. Aber Humor hat bei mir schon immer eine große Rolle gespielt. Vor allem, da ich in Wien geboren bin, der Wiener Schmäh ist bei uns in der Familie sehr stark. Damit kann ich mich gut ausdrücken. Cyril pendelt wie der restliche Hellenwein-Clan heute zwischen Irland und Los Angeles. Ein Revoluzzer und Rebell, ganz wie der Vater, der sich nicht nehmen ließ, extra zur Vernissage nach Wien zu reisen. Alle seine vier Kinder sind künstlerisch tätig. Was hat Gottfried Hellenwein seinem Ältesten auf den Weg mitgegeben? Man kann Kunst ja nicht lehren in irgendeiner Weise. Man kann ganz wenig als Lehrer machen, in Wirklichkeit. Man kann nur anregen zu selbstständigen Entscheidungen und zu ermutigen, einen eigenen Weg zu gehen, seine Träume zu realisieren. Im zarten Alter von 10 Jahren hat Cyril Hellenwein seine erste Kamera bekommen, pfeift auf jeglichen Hightech-Zauber und hat mit seinen eigenwilligen Fotos Erfolg. Zu seinen Sammlern zählen Stars wie Marilyn Manson und Demi Moore. Ist ihm die Liebe zur Kunst in die Wiege gelegt? Ich glaube, das ist eher nicht, weil wir jetzt das in den Genen haben oder in der Wiege, das liegt sozusagen, sondern weil wir einfach in diesem künstlerischen, in dieser Umgebung aufgewachsen sind, wo das halt üblich war, ne? Und nie unterdrückt wurde oder dieser Willen nie gebrochen worden ist. Auch wenn es nie sein Plan war, Künstler zu werden, der exzentrische Fotograf ist auf dem besten Weg, das Erbe Gottfried Hellenweins anzutreten. Nicht nur was die Kunst betrifft, auch in Sachen Familienplanung steht Cyril Hellenwein mit mittlerweile 3 Kindern seinem Vater nichts nach.